6-3, 6-7 und 6-5. So, Dennis, volle Konzentration jetzt. Wir wollen noch ein Tiebreak sehen im vierten. Beginnen. Ass Nummer 23 zum wichtigen Zeitpunkt. Bitter. Schade, schade. Der tropft genau raus. Pech. Im ganz falschen Zeitpunkt. 30-0. Jetzt fehlen Stachowski noch zwei Punkte. Eieiei. Komm, Kopf hoch, Dennis. Es ist noch nicht aus. Auf geht's. Ja, und jetzt wird's ganz, ganz schwer. Drei Matchbälle, drei Chancen für Sergej Stachowski, die Ukraine ins Playoff zu schießen. Und das muss man auch sagen, das ist bis jetzt in dem Game grandios gespielt vom Ukrainer. Zwei Asse. Ja. Spiel ist durch. Der Länderkampf ist entschieden. Die Ukraine spielt im September im Playoff um den Aufstieg in die Weltgruppe. Österreich ist auch 2017 in der Euro-Afrika-Zone 1 engagiert. Schade, schade, speziell um diesen vierten Satz, wo Denis Novak diese 5-3-Führung hatte. Und von 5-3 ist es jetzt auf 5-7 gegangen. Toll ausserviert von Sergej Stachowski, da er so diese Klasse aufblitzen lassen, die er über weite Strecken gezeigt hat in den ersten beiden Sätzen, auch teilweise im dritten Satz. Aber er ist der Held da in der untergehenden Sonne in der Ukraine. Ja, und wir haben leider wieder das Historische nicht geschafft, nach 0-2 noch einmal zurückzukommen. Schade, schade. Da war definitiv was drin in der Partie. Man kann Denis Novak keinen Vorwurf machen, er hat gekämpft bis zum Ende. Er war ganz klar der Außenseiter von der Papierform her. Das ist kein Thema. Stachowski, vor allem auf diesem Belag, gehört wohl zu den besten 50 in der Welt. Ja, und es war auch phänomenal, wie sich dann Stachowski wieder aus dem kleinen Tief, das er da definitiv gehabt hat, im vierten Satz rausgezogen. Und man darf nicht vergessen, er hat im dritten Satz schon Matchball gehabt. Das muss man auch erst verarbeiten in diesem engen Tiebreak und war dann Break hinten mit dem Rücken zur Wand, auch wenn Dennis da ein bisschen mitgeholfen hat in dem einen Service-Game. Aber wie er dann ausserviert hat, das war schon ganz großer Sport. Schade, mir tut es auch leid ein bisschen für die ganze Mannschaft.